Hallo meine Freunde, hier bin ich wieder, euer Senior Gamer. Wir haben gestern alles vorbereitet für den Hausbau heute. Wir reden erstmal mit unserer Melvina. Wie geht es unserem kleinen Königreich? Handwerksmaterialien fehlen, ist klar. Und wieder Fake News. Kann man denken, was es ist. Die haben nichts zum Dünger machen. So, wir gehen erstmal hier rüber. Hier liegen schon wieder Steine rum. Wir fangen erstmal an und schnappen uns einen Hammer. Wo haben wir den? Auf der, nee, den legen wir auf die 2. Den legen wir uns auf die 2, genau. 2, und jetzt tun wir das Haus konfigurieren, aber aufpassen, nichts verkehrt machen. Ist uns ja sehr geläufig, dass wir irgendwas verspillen. Bretter. Gut. Den Giebel machen wir als Stein. Bretter. Ich glaube, die Fichte hier werden wir auch nochmal fällen. Da hängen jetzt die Äste wieder ins Dach rein. Das sieht wieder doof aus, wenn du hineinkommst in das Haus und die Äste krakeln rein. So, den Giebel machen wir aus Stein. Richtig, ja. Gut. Und hier drin. Die Tür wieder, wie üblich, aus Rundholz. Stein, Fenster, Stein, Fenster, Stein. So, die Giebel haben wir jetzt alle. So. Geht's los. Jetzt schnappen wir uns. Die legen wir wieder weg. 20 legen wir wieder weg. X. 20 Rundhölzer legst du wieder weg. Alles klar. Und wir nehmen uns die Bretter mit. Eigentlich wollte ich das hier drüben erstmal. Und da bauen wir erstmal eins fertig. Gut. Machen wir es halt so rum. Gut. Ja, den werden wir uns noch mal eine Axt holen. Und werden diese Fichte hier auch noch fällen. Das ist nichts. Wieso null Rundholz? Was soll denn das jetzt wieder? Hä? Will der uns jetzt veralbern? Ich hab doch keine Rundhölzer sonst wohin gebocht. Hä? Das halte ich jetzt auch mal für ein Gerücht, ehrlich. Na, jetzt bin ich gespannt.
Gut, meine Rundhölzer sind jetzt aufgegangen. Aber ich hab doch, es lachen doch bloß noch 20 Rundhölzer hier. Wieso haben da hier oben zwei irgendwie, komisch. Muss wirklich sagen, eigenartig. Ich hab doch 6 Rundhölzer mitgenommen. Ich hatte auch nicht in die Giebel hineingebocht. Gut, denn ich habe ja jetzt zum Schluss die Giebel erst gemacht. Entweder kann das Spiel nicht rechnen oder irgendwie war das jetzt komisch. Na gut. Denk nicht drüber nach, Senior Gamer. Bringt sowieso nichts. So, jetzt machen wir die 2 Giebel. Müssten eigentlich 3 Steine übrig bleiben. Bleiben nicht übrig. Verstehe ich jetzt auch nicht, denn ich hatte 3 Steine drin. Wo sollen die Steine jetzt hin sein? Ich hatte 3 Steine drin. Irgendwie ist mir das jetzt aber schleierhaft, muss ich wirklich sagen. Ich habe da auch keine hierher geschmissen. Eigenartig. Naja, gut. Und ich habe das beim ersten Mal genauso gebaut wie jetzt auch. So, gut, jetzt das hier wieder. Der Eingang wird wieder aus Rundholz. Stein. Fenster, Stein. Und hier wieder Fenster, Stein. So, haben wir alles. Und jetzt nehme ich wieder, wie vorhin, 26 Rundhölzer nehme ich auf und schmeiße 20 weg. So. X. 20 wegwerfen. Und es liegen 20 Rundhölzer da. Und jetzt nehme ich die Bretter auf. Schauen wir nochmal rein. 36 Bretter und 6 Rundholz. Aber jetzt wird es auch aufgehen, denke ich mir. Es wird nicht nochmal, da werden wir nicht nochmal nachvollziehen können, was da passiert ist. Glaube ich nicht. So, machen wir weiter. Jetzt war der Hammer kaputt. Ja. Ja, jetzt schnappen wir uns unsere Rundhölzer. So, und jetzt zum Schluss die Steine. 76 Steine.
Nun haben wir das zweite Haus auch schon fertig. Jetzt können wir sehen, schauen, wer da hier umzieht. So, gut. Alle Fälle Haus 1 hiervon. Also unser allererstes Haus, das wird weggemacht. So, wer wohnt da drin? Das ist jetzt. Es müsste eigentlich ja der Reihe nachgehen, wie es in der Liste steht, oder? Ja. Haus Gerwin. Oh gut, dass wir es beschriftet haben. Das ist Haus Gerwin und das Haus Lamberta und Dieter. Gut, alles klar. Ins Management. Unsere Häuser. So, hier zieht ein F. Leeren Platz zuweisen. F. Der Gerwin. F. Der ist ja noch alleine, vor dem braucht man ja noch eine Frau. Alles klar. Und jetzt das nächste Haus. Na. Das hier. F. Leeren Platz zuweisen. Der Deder und die Lamberta. Deder, F. Aha. Die haben ein Kind gekriegt. Der Deder, Lamberta und der Dobrovit. Alles klar. Akzeptieren. So, die sind jetzt da drin. So, wo war denn. Hä? Ja, doch, war da jemand. Ach ja, hier ist er, hier schwenkt sie, ja, gut. Genauer ansehen, was hast denn du gemacht? Weiß ich gar nicht. Jagen, das war unsere Jagdgöttin, alles klar. Die hat ja schon eine 6 im Jagen, alles klar. Da brauchen wir jetzt jemand. Alles klar. So heimlich still und leise kriegt die hier ein Kind. Na ja, gut. Da schauen wir mal in unsere Jagdhütte. Irgendeine Jagdhütte müssen ja jetzt die Leute fehlen. Eine auf alle Fälle. Die Jagd. Hier, in dieser Jagdhütte. F. Leeren Platz zuweisen. F. Wer ist denn da so gut? Wen können wir denn da nehmen? Ich habe einige hier, seht ihr das? Einige, die. Den Waldemar. Den Waldemar nehmen wir, weil er im Walde war. Nehmen wir den Waldemar. Gut, er hat eine 3 und eine 2. Das haut doch hin. Alles klar. Gut, F, der wird Jäger. F, der Waldemar. Gut. Perfekt. So, und jetzt kann ich. Ich wollte ja noch mal was gucken in unsere Fähigkeit. Maultier, da können wir noch nichts machen weiter. Das hier drin, das ist die Gewinnung. Das Jagen ist die Landwirtschaft. Überleben. Überleben. Hier ist der Wassertänzer. Den können wir mal irgendwann hier aktivieren, dass wir uns im Wasser schneller bewegen. Das ist im Crafting. Handwerker, Baumeister, Handwerkexperte. Handwerker ist das? Aufwerben, das müssen wir machen. Handwerker müssen wir uns, das ist das Auslöffeln, Aufleveln der Gebäudewände. Also da können wir dann unsere Wände mit Kalkstein verputzen. Alles klar, also der nächste,
Der nächste muss hier vergeben werden. Alles klar. Gut, jetzt gucken wir nochmal hier rein in der Landwirtschaft. Und da haben wir eine 1. Also da gehen wir erstmal gewissenhafter Landwirt, denke ich mir mal. Das ist, was ist das? 5% langsamer Haltbarkeitsverlust bei manchen landwirtschaftlichen Werkzeugen. Getreide, nee, das hier müssen wir machen. Landwirtschaftliches Wissen. 10% mehr Erfahrungsgewinn bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Da kriegen wir also, dass wir unsere Punkte schneller erarbeiten. Also machen wir das hier rein. Landwirtschaftliches Wissen. F. So. Alles klar. So. Und jetzt können wir diese Gebäude abreißen. Hier ist nichts drin. Das Haus Gerwin wird jetzt abgerissen. Wieso hat er keinen? Was soll denn das? Wieso zeigt es mir jetzt an, dass er kein Haus hat? Was soll denn der Quatsch? Ich habe ihn doch umgesiedelt. Das halte ich jetzt aber mal für ein Gerücht, oder? N. Häuser. Natürlich sind sie alle beide belegt. Wollen die mich jetzt hier verarschen, oder was? Wieso wird jetzt angezeigt, dass ein Mann nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Da gucken wir mal bei unseren Personen rein. Wer hat denn hier? In Norberta war die beim Gerwin drin, das hat es mir aber nicht angezeigt. Alles klar, gut. F, müssen wir dir einen leeren Platz zuweisen. Also hat er doch schon eine Frau. Einfaches Haus, hier nein. F. Gut. Wieso hat es die mir nicht angezeigt in dem Haus? Ach, die sind bestimmt, die sind auch so kurz zusammen, die sind auch kein Paar, deswegen denke ich mir. Vergewissern wir uns nochmal in die Häuser. Das ist das hier. F. Gerwin und Nuberta. Gut, alles klar. Wir haben doch jetzt alle. Nee, der Gottfried hier. Der ist noch braunlos. Alles klar, der Gottfried, 24. Alles klar, Herr Kommissar. So, gut, jetzt rupfen wir diese Bude ja auch noch weg. Wieso bist du noch hier drin? Naja gut, morgen bist du bestimmt nicht mehr drin. Reiß ich es morgen weg. So, und hier bauen wir noch das nächste Haus her. Genauso machen wir es. Ich glaube, da werden wir, wenn sie geerntet haben, dieses Möhrenfeld auch wegmachen. Gut, das sehen wir uns später. Das entscheiden wir uns später. Jetzt haben wir das erste Mal so fertig. So, jetzt werden wir erst noch mal in unser Ressourcenlager schauen. Mal schauen, wie spät haben wir es denn? Ja, wir haben es 14:18 Uhr. Jetzt werden wir nämlich gleich mal für den nächsten Tag noch mal Messer und Äxte machen. Ja, wir machen noch mal Messer und Äxte. Und zwar holen wir uns jetzt hier 20, nee, 40 Steine. Steine. F, 40.
40 akzeptieren und dann brauchen wir 150 Stöckchen. Haben wir noch Stöckchen einstecken? 2, also 148. 148 Stöckchen. Akzeptieren. So, meine Freunde. Ich mache jetzt 10 Messer und 10 Äxte. Q. R. 10 Messer. F. Und dann mache ich 10 Äxte und dann sehen wir uns wieder. So, wie ihr seht, die letzte Axt wird gefertigt. Und jetzt räumen wir diesen Quatsch hier rein. Also 10 Messer, F, E, F und 10 Äxte. Wo sind jetzt die Äxte? Hier, 10 Äxte, F, E, F. Dann tun wir die 2 Holzhämmer mit rein, die wir nicht gebraucht haben. F, den auch mit rein. So, jetzt machen wir nochmal alles leer. Die Karotten werden wir essen. Die 2 Steine packen wir mit rein. So, das war's jetzt erst einmal. Wir haben es 15.33 Uhr. Jetzt schauen wir erstmal nach dem Rechten und dann werden wir unser Lebensmittellager erstmal aufräumen. Mal sehen, was wir rausschmeißen zum Verrotten. Wir nehmen noch ein paar Streifen hier nochmal durch den Wald. Holen uns noch ein paar Stöckchen und Steine. Jetzt war es schon wieder weg. Ich wäre alt. So. Stöckchen, diese. Ich hätte nämlich gedacht, dass wir, wenn wir die ersten Palisaden bauen, dass wir die hier hinten am Bach, wo es rüber zu den, wir laufen mal hin, dass wir die ersten hierher bauen, die ersten Palisaden, mit dem Durchgang nach hier hinten. Ich hoffe ja immer noch, dass wir mit dem nächsten Update Tore bekommen, dass wir unsere Palisaden, also unsere Stadtmauer, sage ich mal, durch Tore schließen können. Also das fehlt wirklich. Tore für die Stadtmauer und Tore für unsere Gatter, damit das Viehzeug nicht laufend im Wald rum, in dem Dorf rumrammelt. Das macht sie auch nur bei uns im Dorf, in den anderen Dörfern, wo wir hingehen. Da bleiben die Schweine und die Gänse und die Hühner drin im Gatter, auch wenn kein Tor dran ist. Aber bei uns müssen sie halt im Dorf rumflitzen, dass es aussieht wie in so einem Streichelzoo. Keine Ahnung, was das sein soll. Deswegen hoffe ich doch, dass wir Tore bekommen. Und dann außerdem, wenn dann wirklich die Banditen kommen, egal in welcher Art auch immer, ob die nur als NPC kommen oder ob die nur als Ereignis kommen oder irgendwie, trotzdem möchte man doch dann, wenn die Gefahr besteht, die Stadtmauern schließen und nicht Tür und Tor offen lassen. Wir leben ja hier sicher immerhin nicht in Troja und so doof wie die Trojaner sind wir auch nicht, dass wir die reinlocken.
Das kann ja nicht sein, dass wir hier Stadttore, Stadtmauern haben und können die nicht verschließen. Es ist schon ein wenig eigenartig. Zu was zäune ich mein Gelände ein, meinen Garten oder irgendwas? Zu was zäune ich das ein, wenn ich es nicht abschließen kann? Ach, widersinnig. Einfach nur widersinnig. Man hofft, dass sie das Bitten, das ist ja nur sehr groß bei Steam, dass sie nur das Bitten hören der Community und die Tore einführen. Tore und Gabber. So, gut, das haben wir ja aber wieder aufgeräumt. So, wir werden jetzt mal was trinken, die Stöckchen und das Zeug schaffen wir ins Ressourcenlager und dann schauen wir mal. Es ist ja noch hell. Gucken wir mal auf die Uhr, ne? 17:44 Uhr. Jetzt trinken wir was und dann schaffen wir das Zeug weg und schauen mal, was wir noch an zu essen kochen können. Da müssen wir uns natürlich noch Möhren richten. Schälchen können wir zur Not welche machen. Das ist nicht das Problem. Rundhölzer haben wir ja genug, um den Quatsch zu produzieren. So. Jetzt gehen wir aber wirklich. Ja, nicht noch weiter hier rum. Das schaffen wir jetzt hier rein. So, haben wir allerhand nochmal gesucht. Steine, gut, sind plus 16 FAF, aber 168 Stöckchen. So, die zwei Karotten, die knuspern wir jetzt. Nein, das ist das Letzte, was wir in dieser Jahreszeit essen. Die nächste Jahreszeit ist wieder Frühling. Da sind wir wieder aufgefüllt. Wo geht denn der hin? Will der sich ertrinken oder geht der, macht der, nimmt der ein Bad? Oder hast du so eine ko komische Wegfindung? Ja, ist gut. Ist auch ein bisschen eigenartig. Gut. Die haben schon manchmal ein komisches Benehmen. So, da gucken wir mal. Wir haben noch von den 50 Eintöpfen sind jetzt noch 9, sind noch ganze 16 da. So, wir haben 75 Karotten. F, E, F, die nehmen wir mit. Dann haben wir 61 rote Beete. F, E, F, nehmen wir mit. 75, das sind 35, 36, 37. Rote Beete sind höchstens 20. Also nehmen wir jetzt mal 200 Fleisch mit. Ja, 194 holen uns Schälchen oder wir machen uns neue Schälchen. Da gehen wir rein. Wie viel kriegt man aus einer? 5. Aus einem Stamm kriegt man 5 Schälchen. Ne? Dann haben wir nämlich mal den Rundholz. Na, wo sind sie denn jetzt? Rundholz. F. Keine 28. 10 akzeptieren, gehen über in die Werkstatt, machen uns die Schälchen und dann gehen wir in der Taverne und kochen den Quatsch noch. Mit dem sauren Apfel müssen wir beißen. Wenn das nächste Frühjahr kommt, dann müssen wir nach Gostovia und dem Unigost wieder sein Kneipengeld hinbringen. Wir 5 Schälchen kriegen wir raus, jawohl. So, R, E, F, das geht nämlich ratzfatz, da brauchen wir gar nicht groß wegschalten. Wir schalten nachher weg, wenn ich in der Kneipe stehe und koche. So, jetzt haben wir 50 Schälchen. Alles klar. Jetzt gehen wir in die Taverne hinüber und fangen an zu kochen. Jetzt haben wir es. 18:48 Uhr. Alles klar. Da werden wir doch noch wieder vor um 8 wieder nicht zu unserer Frau kommen. Die kündigt uns die Freundschaft.
So, jetzt brennen wir hier an und gehen an den Kessel. E, Suppen können wir kochen. Da kochen wir als erstes mal, wie viel können wir machen? Werden wir uns gleich sagen. Rote Beete. R, 20. E, F. So, ich koche jetzt 20 rote Beete und den Rest koche ich als Möhrensuppe und wir sehen uns dann im Frühling wieder. Na, alles klar, meine Freunde. Also, tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres verpasst.